Moin Leute, Hanna wieder am Start. Heute will ich wieder ein neues Team bauen. Und zwar heute will ich eins bauen mit Ho-Oh, Freunde. Ich weiß zwar noch nicht, weiß nicht. Ich glaube, das wird eine ziemliche Challenge, weil, weiß nicht, ich habe schon ziemlich viele Ho-Oh-Teams gemacht, aber irgendwie sind ja alle nicht so gut geworden. Jo, übrigens, das hier, das Team, einfach komplett der Hit, einfach holy shit. Also, wenn ihr davon das Team in Action sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall. Das heißt, das erste Pokémon, was wir brauchen für unser Teambild, ist natürlich ein Ho-Oh. Und ich glaube, ich habe schon einen guten Ho-Oh-Spread gemacht früher. Aha. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, was er macht, aber sehr gut. Dann nehmen wir mal Ho-Oh. Ups. Ups. So, das wird unser Ho-Oh-Set sein. Und ich habe auf den Ländern eine Strat gesehen, wo jemand Ho-Oh hatte mit Coaching. Und ich will unbedingt Coaching benutzen. Und ich weiß auch schon, welches Pokémon Coaching einsetzen wird. Zwar ein Kanalfavorit von meiner Seite aus. Galagladi, Freunde. Ja. Erstmal gucken, wie schnell muss denn Galagladi sein? Ho-Oh hat 112 inne. Das heißt 113. Zack. Ja. Zack, zack. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir den Fokus gut geben will. Auf jeden Fall wird er Coaching bekommen. Auf jeden Fall wird er White Guard bekommen. Warte, White Guard tue ich mal hier hin. White Guard und er wird Trikarumahu bekommen, Freunde. Als nächstes Pokémon. Ab jetzt wird es schwierig, ne? Weil wir brauchen jetzt natürlich Sachen, um Kyogre zu besiegen. Also ich würde sogar fast an Willibrord denken. Aber ich habe ja gar keinen Bock, Willibrord in einem Surfer-Pokémon zu haben. Sheesh. Moment, erstmal. Moment. Das könnte komplett Heat werden, Freunde. Erstmal muss ich Willy Bro kopieren. Wo ist denn der? Mein Willy Bro. Bruh, wann habe ich denn das letzte Mal den benutzt, Alter? Was ist denn da los? Hier. Ist das das Richtige? Ne, ist das gar nicht das Richtige. Hä, hey, bruh. Habe ich nicht mein Team auf dem Computer? No normalerweise habe ich immer alle meine Teams. Ah, hier. Ist das das? Ja, das muss das Richtige sein. Really, bro? Really, bro. So, nächstes Pokémon. Was soll denn Surfer einsetzen, Freunde? Ich würde denken an Pokémon wie Sneebel zum Beispiel. Pokémon wie. Ja, ich weiß nicht. Drampa kann Surfer erlernen. Den habe ich nämlich noch nicht in Shiny, Freunde. Und Drampa ist nämlich auch ein ziemlich guter Counter in Kyogre. Er hat nämlich Thunder und Snarl, Freunde. Da war ich sehr inspiriert von Jenny Crackles, die das benutzt hat. Das heißt, das will ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Und dein Team übrigens auch. Ja, und dann würde ich sagen, Trickroom haben wir schon auf Galagladi. Vielleicht brauchen wir dann noch ein Pokémon, was halt Galagladi supporten kann. Sowas wie Indeedee. Genau, und dann halt brauchen wir als letztes Pokémon immer noch ein Pokémon, das Xerneas besiegen kann. Also, mit Ho-Oh haben wir ja schon ziemlich alle möglichen Pokémon gecovert, außer halt, Dings. Kyogre. Gegen Kyogre haben wir jetzt zwei gute Counter, also gegen Kyogre Teams haben wir jetzt zwei ziemlich gute Counter.
Oh, hatte Hyper Voice, wollte ich dem eigentlich geben. Wahrscheinlich mit der Assault Vest. Denke ich einfach mal. Dann halt Zero Speed, denke ich. Wird man halt ziemlich von Muramura gewollt, wobei Surfer ist eigentlich ziemlich fresh. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Pokémon, was wir mit Coaching treffen können. Was gibt's denn für Pokémon? Mir würde Steelix einfallen, aber ich glaube, ich will lieber noch ein Bezauberer-Pokémon. Sowas wie Muramura würde sich ganz gut anbieten eigentlich. Oder ein Pokémon mit Fake Out. Weil bis jetzt sind wir immer noch ziemlich Regieleki weak. Wir müssen ja bedenken, dass wir halt ein Pokémon brauchen, was wir reinwechseln können, wenn und mit dem wir Regieleki dann hops nehmen können. Also Gortraum würde mir natürlich einfallen. Weil wir haben Mogelhieb, wir werden von Coaching gut supported und wir besiegen Regieleki. Aber nee, doch, gegen Fulko kommen wir eigentlich gar nicht so schlecht an, wa? Vielleicht spielen wir auch keinen Fake-Out im Team. Oder wir geben dem Indeedee einfach Mogelhieb. Wer weiß. Was gibt's denn so für Ground-Types? Es gibt. Wir haben halt auch. Ja doch, wir haben Indeedee, um Fake-Out zu kontern. Ich überlege halt wieder mein Steelix zu nehmen, ne? Weil Steelix haut halt schon richtig rein, Freunde. Weil Steelix plus Coaching, das ist gar nicht so schlecht, Freunde. Ich hatte nämlich dieses Steelix-Set gemacht, Freunde. Und es ist halt einfach so wild, ne? Es ist halt einfach so wild, Freunde. Damit kommen wir auch richtig gut gegen diese ganzen nervigen Steins-Pokémon an, auf jeden Fall. Das heißt, ich glaube, wir benutzen das Steelix. Und dann können wir einen Indeedee benutzen mit. Moment. Wo ist denn das Indeedee? Habe ich nicht letztens den ersten in die Team gemacht? Habe ich glaube ich auch nur auf dem Handy dann. Habe ich keinen Didi mehr. Der. Oh. Naja, was auch immer war. Add Pokémon. Didi. Ja, Shiny mit den Psychic Seeds und mit Psychic Search. Expanding Force. Ich glaube, wir haben schon genug Calyrex Shadow Counter. Ich glaube, wir geben dem lieber Mogelhieb. Dann können wir nämlich Flug-Pokémon mit Mogelhieb treffen. Oder Pokémon wie Gortraum. Also, falls wir halt, das sind die raus und rein. Oder falls der Gegner Gott. Nee, keine Ahnung. Ja, also eigentlich nur für Flug-Pokémon, so wie Demeteros, damit wir halt nicht von direkt von Steinhagel hops genommen werden. Und dann natürlich Follow Me. Und ich würde sagen, Protect ist auch gar nicht so schlecht. Nee. Und das Set, was ich immer spiele, ist Max KP, Max Defense. Warum immer wir hasty sind. Okay. Boat. So, dann will ich noch eine Sache rausfinden, und zwar Steelix. Auf plus 1 fixst du Fuego damit, ne? Und auf plus 1 hast du eine Chance, Xerneas zu killen mit Eisenschädel. Aber nur, wenn der, wenn das Xerneas keinen Bulk hat, ne? Und ich frag mich gerade, wie viel Steelix gegen Xerneas mit 0 Bulk macht. Weil ich bin noch nicht sicher, wie viel, wie viel Schaden wir da mit Iron Head machen. Also wir brauchen Flashfire. What the fuck? Nein, wir brauchen Sheer Force. Moment. Wie schreibt man das? So schreibt man das doch. Sheer Force. Und Life Orb. War übrigens auch eine Idee von Jenny Quackles, das ist Sheer Force Life Orb Set zu nehmen. Genau, Sheer Force Life Orb, relaxed. Level 50 gegen Level 50 Xerneas. Wenn wir dem jetzt
Bruh. Oh mein Gott. What the fuck? Cern ist einfach so broken. Was zur Hölle? Wenn wir dem jetzt Iron Head geben. Das macht nicht so viel Schaden, ne? Wenn wir jetzt sagen, er ist auf plus 1 Angriff, killt er halt, hat er halt keine Chance zu killen, ne? Auch wenn der Gegner nichts hat. Warte, macht Helping Hand mehr? Moment, wartet mal. Ne, ich glaube, es ist dasselbe. Genau, da müssen wir halt gucken, wie viel Angriff brauchen wir, damit es garantiert ein One-Hit ist. Weil wir müssen halt schon fast volle Verteidigung haben. Ja, das lohnt sich nicht. Damit halt Body Press Frigo hops nimmt. Das heißt, ich glaube, das Team ist erstmal. Ach ja, ich habe Galagladi noch gar nicht gemacht. Was ich halt machen könnte, ist den Rain Punch geben. Ah, entschuldigt. Ich musste mich kurz stretchen. Ja. Ich hoffe, man sieht mich noch. Okay. Was ich halt überlege, ist, ja. Dem einfach einen Fokus-Score zu geben. Dann Element. Oh, Trent habe ich auch noch keine Force gegeben, okay. Gehen wir mal in den Damage Calculator wieder. Dramper. Machen wir Blankset. Ich bin gerade erst aufgewacht, alles gut, Freunde. Und jetzt geben wir dem. Ich weiß noch nicht, welches Wesen. Auf jeden Fall geben wir dem eine Assault Vest. Ah. Eine Assault Vest. Genau. Und dann kalken wir mal ein bisschen, Freunde, in den Doubles ohne Hagelschirm. What the fuck, warum Hagel? Mein Kalk ist immer richtig komisch, meine Kalks. Das heißt, ja, jetzt wollen wir kalken gegen Kyogre. Mit Mystic Water. Oh, warte, das ist Wesen. Item. Misty Seed. Mystic Water. Sagen wir mal einfach, es ist mäßig. Auf Level 50. 252 HP. Wie viel haben wir dann? 185. Ice Beam macht trotzdem über 50% Schaden. Bruh. Bruh, was zur Hölle? Oh mein Gott, Kyogre, chill. Damn. Was ich eigentlich rausfinden wollte, wie viel macht denn? Thunder. Wie viel macht denn Thunder? Im Regen. Gerade so nicht 50%. Bro, what? Das ist null Bulk Kyogre, was ist das denn? Kyogre hat doch mehr Bulk normalerweise. Braucht man überall Werbung, Alter, unglaublich. Bruh, Tristracks Kyogres, Alter, oh mein Gott, bitte nicht. Okay, die wenigsten sind bulky. Also 28 KP ist so das Bulkigste, mit dem man rechnen müsste, ungefähr, würde ich sagen. Das heißt, geben wir dem mal 28 KP. Als ob Donner einfach nur ein 2-Hit-KO ist. Oh, Moment. Zack. 108. Wow, Moment mal. Der hat 135 Spezialangriff?
165. Ja gut, ne? Wir müssen wohl ein mäßiges Wesen nehmen. Wo ist denn Modest? Hier, Modest. Von der. Von der. Ich liebe AC/DC. Ja. Oh. Bruh. Ja, perfekt, Freunde. Das heißt, nein, das können wir uns schon mal sparen. Wenn wir ein mäßiges Wesen nehmen. Modest. Wo ist es denn? Modest. Zack. Ja, und jetzt müssen wir. Jetzt würde mich interessieren. Calyrex Shadow. Nasty Plot. 50. So, Psyshock macht gerade richtig viel Schaden, ne? Und wie viel Schaden macht denn Snarl? So, Snarl von Dwemer ist auch ein Two-Hit. Ganz ohne Investment. Und Psyshock macht 65% Schaden. Ja, aber ich glaube, das lohnt sich nicht jetzt noch dafür richtig krass in die Defensive zu investieren. Ich überlege halt, ob ich mir einfach selbst übergebe. Also auf jeden Fall kriegt der Cloud9, denke ich mal. Wir haben immer noch 108 IVs. Könnten wir eigentlich hier reinschallern? Aber ich würde lieber noch ein bisschen was in die Verteidigung investieren. Was ist denn? Können wir vielleicht. Nee, wir werden niemals eine Close Combat überleben, wa? Was gibt's denn für physische Attacken, die man unbedingt überleben will? Grassy Glide oder Woodhammer. Das heißt. Der Boomer. Machen wir mal das hier, aber statt Choice Band geben wir dem. Nee, nicht Grassy Seed, Miracle Seed. Miracle Berry. Miracle Seed. Woodhammer nimmt uns komplett hops, aber wir sind ja auf Level 50. Und da nimmt uns Woodhammer auch komplett hops. Das heißt, Verteidigung müssen wir ganz schön hochschrauben. Wir haben ja nur 108 Verteidigungs-EVs. Ja, nee, das geht nicht. und was ist mit Grassy Glide? Ja, das macht gar nichts. Schwierig. Lohnt sich das Investieren ja auch nicht so richtig. Ach, und wir wollen acquired sein, weil wir minus init haben. Acquired. Er lohnt sich auch nicht für den Boomer zu investieren in Defensive. Wen gibt's denn noch? Urshifu? Ja, der wird uns sowieso hops nehmen. Landris wird uns auch sowieso hops nehmen. Wir könnten ihm eine Eisattacke geben, vielleicht. Ah gut, wir haben schon Surf. Weiß nicht, ob das so gut ist. Warte, der hat 64 inne, der hat 36. Ja, Premium. Vielleicht sollten wir dem wirklich einfach Ice Beam geben. Statt irgendwas. Ich bin am Überlegen so, weil Landos ist ja eigentlich ein riesiges Problem für das Team. Sollte dem vielleicht echte Ice Beam geben. Ah, Ice Beam wäre halt einfach zu fresh, ne? Aber ich will halt nichts davon loswerden. Ja, gucken wir mal, wie sehr wir das brauchen. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht so dringend. Was gibt's noch für so physische Angreifer? Sashian, ja gut, der nimmt uns eh hops. Muramura könnten wir kalken. Entei müssen wir, glaube ich, nicht kalken. Groudon wäre interessant. Geben wir dem vielleicht doch Ice Beam. Nehmen wir mal Groudon. Sagen wir mal einfach
Nehmen wir einfach an, wir haben so einen Groudon war Level 50. Pressing with Blades and Doubles. Oh, Bruder, der schaltet richtig rein. Wie viel würde denn Ice Beam machen? Vielleicht gebe ich ihm doch einfach Ice Beam. Ja, komm, viel kann man ihm schon geben. Stört. Aber statt was? Ich weiß nicht. Wie viel macht Surf eigentlich gegen unser Ho-Oh? Ich kopiere das Set mal, wartet. Wie viel macht Surf gegen unser Ho-Oh? Versus. Surf. Wie viel Schaden macht es? Es macht 20 Br. Seid das Jumper nicht das richtige Pokémon zum Surfen? Wir werden sehen, Freunde. Ich meine, gibt ja keinen besseren Weg, als einfach mal auszuprobieren, oder? So, gehen wir mal auf die Ladder. Das war ja jetzt eine ziemlich kurze Teambuilding-Session, erstmal mit nur 20 Minuten. Aber das Gute ist, ich habe mir schon sehr viele Gedanken. Also, ich habe mir halt die zwei Pokémon halt schon vorher überlegt, die ich halt featuren will. Und dann halt die restlichen Sets habe ich ja eigentlich schon fast alle gemacht. So, wir sehen an Demeteros, also gut, dass wir Eisstrahl haben. Wir sehen zwei Bedroher-Pokémon. Ich glaube, was wir machen, wir leaden mit den beiden. Ho-Oh kommt auf jeden Fall mit. Und ich glaube, Drampa ist auch gar nicht so schlecht hier, oder? Oder Steelix. Ich glaube, ich nehme lieber Steelix mit. Freunde, dieses Leben um Body Press Steelix, es ist einfach so nice. Man glaubt das gar nicht, Freunde. So, Follow Me, Trikarumaru. Tschüss. Reinkommt Steelix. Der Boy einfach, ich sag's euch, Freunde. Wir gehen einfach mal mit dem Double Up auf das Urshifu. Weil wir müssen nur, quote unquote, nur die Pokémon neben dem Urshifu, neben dem Sashian besiegen. Bruder, er hat Playwave. Oh mein Gott. So. Das ist ein riesiges Problem, das Pokémon. Das heißt, ich würde gerne auf Coaching gehen und es mit dem nicht sehr effektiven Body Press treffen. Ja, macht schon mal guten Schaden. Wir nehmen mehr Leben auf Chip. Waterfall nehme ich hops. Sacred Sword kommt raus. So, jetzt wird's spannend, Freunde. Hat der Schutzschild? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist so ein offensiv-bestes Set. Er geht Demeteros. Damn, er lebt noch. Frick. Ich glaube, ich greife mal das Sashian an. Er wechselt raus zu Gyarados. Und er ist auf Protect gegangen, wie er sollte. Ach man, GG. Es lief schon mal nicht so gut. Das Steelix hat überhaupt nicht reingehauen. Ich glaube. Oh mein Gott, das regt mich so auf. Wenn man nicht den Teambuilder, in den Teambuilder gehen kann. Ich glaube, Steelix ist nicht das Richtige. Nee. Weil das war genau das Spiel, in dem Steelix hätte zeigen sollen, warum Steelix gut ist. Hat's aber nicht, Freunde. Wir brauchen ein anderes Boden-Pokémon. Agent Rocket, oh, bitte nicht. Please, nu. Was wäre mit physischem Nidoking? Nee, danke. Gibt ja nicht so wirklich viele Pokémon, die Bodentyp sind und gerne Coaching wollen und trotzdem in das Team passen. Ich könnte mir vorstellen, einfach mal Demeteros auszuprobieren. Earthquake, Rock Slide. Protect.
Wahrscheinlich U-Turn. Machen wir mal einfach das hier. Weil ich weiß halt nicht, ob ich so ein bulkiges Demetrios lieber nehmen will oder lieber ein offensives. Ich würde sagen, wir probieren erstmal das offensive Demetrios aus. Gegen ein bewegtes Groudon-Team, okay. Dagegen können wir eigentlich direkt mit Galagladi in Didi leaden. Dann auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme die beiden dann mit. Weil Ho-Oh ist hier so grauenvoll. Also halt wirklich so grauenvoll einfach. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ich Ho-Oh mag in dem Metagame, so ehrlich gesagt, Freunde. So, Trick Room. Follow me. Okay. Impressive Blades. Bizarro-Raum kommt raus. Aus irgendeinem Grund leben noch beide meine Pokémon. Ich gehe also sehr gerne mit einem Drain Punch in das Smaragdis. Nee, das Smaragdis ist gar nicht der Fred. Ich glaube, das Fred ist eher, der Fred ist eher das Groudon. Ja, eigentlich schon. Ich frage mich, ob Drain Punch gut ist oder vielleicht auch Close Combat besser ist. Bin ich nicht sicher, Freunde. Ah, er schildert. Ah, blöd. Mal sehen, wie viel macht Expanding Force. Ja, nicht schlecht. Jetzt können wir Wheelie Bro reinholen. Und wir können auf einen dicken Protect gehen. Und dann nochmal auf Expanding Force. Perfekt. Denn jetzt können wir mit der Giga Drain angreifen und mit dem Surfer. Bin gespannt, wie gut das funktioniert, Freunde. Weil eigentlich müsste Groudon halt jetzt sterben, ne? Und ich bin nicht sicher, ob die letzten Pokémon vom Gegner das Wheelie Bro brechen können. Okay, er schildert. Surf kommt raus. Ich kriege einen Spezialangriffsboost. Muractus wird getwo-hittet. Giga Drain wird geschildert. Und was macht Muractus? Grass Knot drücken. Okay, perfekt. Ja, die KP kriegen wir gleich wieder zurück, Freunde. Und noch ein Surfer kommt raus. Letzter Zug vom Bizarro-Raum, der Gegner kann aber nicht mehr schilden. Ich hoffe, er wechselt Gaudan nicht raus, das wäre natürlich ziemlich schlau. Boah, ich bin so kurz davor, mit Meteorstrahl zu droppen einfach. Aber es bringt mir auch nichts. Weil Surfer sowieso richtig reinhaut in die gegnerischen Pokémon, die er jetzt noch hat. Okay, er wechselt sogar raus. Whimsicott kommt rein. Okay, das ist halt zum Glück ziemlich unnötig. Also, finde ich zumindest. Ach, er ist die Jackbutton. Bruh. Ja, plus 2 Gigasauger, mein Freund. Das ist dann trotzdem Tschüss zu Groudon. Goodbye. Ja, Premium. Letztes Pokémon ist nachher Ligo. Wir haben zum Glück die Ehrenkräfte, Freunde. Und wir können nochmal auf Surfer gehen. Oder ich schilde. Und gehe auf. Ne, ich kill das lieber und gehe nochmal auf Surfer. Meteorstrahl. Sollte mein Willy Bro niemals killen. Er greift aber Drampa an. 50%, bruh. Ehrenkräfte, tschüss. GG, mein Freund. Er hat immer noch ein Pokémon, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie noch gewinnen kann. Ja. Ja, sehr schön. Wir hatten auf jeden Fall direkt mal einen ziemlich clean Willy Bro Drampa-Sweep. Ich hoffe, davon können wir mehr sehen. Weil, ja, ich mag die Kombo, die ich mir gerade eben ausgedacht habe. Oha, er hat einen Blacephalon. Cool. Ich habe da auch mal ein Team mit Bisephalon gemacht. Ich fand das sehr, sehr cool. Ich würde die beiden so gerne nehmen, aber es geht nicht. Ich muss Ho-Oh mitnehmen. Und Drampa dann. Vielleicht kann ich ja heute, dieses Mal mit Surfer dann den Hops nehmen.
Der ist wahrscheinlich. Oh, er hat diese Geisterattacke, ne? Er hat Forest Curse oder wie das heißt. Sick. Straight. Bro. So auf ihrem Basis einfach. Das ist echt Big Brain. Aber das heißt ja, das nächste Scarf Blacephalon. Ja, er leadet sogar direkt damit, Freunde. Aber wir haben die absolute Counter-Strat dagegen. Und der heißt Follow Me, Freunde. Kannst gerne mal den Didi töten. Oh, und er protected. Oh. Oh. Rein Punchable. Ally Switch. Was ein Ehrenloser. Egal, nochmal machst du das nicht, mein Freund. Nochmal machst du das nicht, mein Freund. So nicht, Freundchen. Das Gute ist, solange mein geiler Gladi noch lebt, kann ich halt easy sein Dings wollen. Sein, Dings. Sein Demeteros. Er geht mit Wicked Blow auf mich. Gib mir einen Angriffsboost. Danke, Bro. Ich überlege, ob ich Galagladi doch langsamer mache. Einfach. So, wisst ihr, wie ich meine, Freunde? Er detected und er protected. Aber ich habe immer noch einen Zug von Bezauberung, Freundchens. Das heißt, ja, er kann halt nicht protecten dagegen jetzt, diesen Zug. Er hat immer noch einen Geist-Pokémon, aber ich habe da nicht so eine Angst vor. Oder auch nicht vor seinem Urshifu. Okay, er geht Blacephalon, smart. Und er kriegt den Double Detect. Bruh. Ich muss das Urshifu killen. Wenn ich es schaffe, will ich noch mit Zauberraum rausbringen, aber ich glaube nicht. Ich muss Urshifu killen. Hat ja wohl nichts mitgebracht, um meinen Sashin zu besiegen. Ah, ich habe überlegt, auf White Guard zu gehen, ne? Aber ich kann halt jetzt einfach sein Blacephalon killen, das ist halt easy so. So, Drampa kommt raus. Drampa und Ho-Oh gegen Sashin. Ich würde fast sagen, das ist ein GG, Freunde. Er hat Eisfang, what the fuck? Ah, okay. Schön. Nein, machen wir nicht. Oh mein Gott! Wenn ich auf Surfer gegangen wäre, hätte ich nicht verloren. Aber trotzdem, wow. Das ist ja mega wild, Alter. Holy smokes. Und Drampa mit dem freshen Win einfach. Bruder, wie der mich einfach fast noch mit dem Crit besiegt hat. Oh mein Gott. Wow. Okay, noch ein Groudon. Oh, mit Polaros, Bruder, gar kein Bock einfach. Ja. Okay, ich wische mal so mit meiner Maus rum, das seht ihr mal gar nicht, aber ja. Das heißt, diesen Kampf muss ich wen mitnehmen, um das Porygon zu besiegen. Ich würde richtig gerne Demeteros mitbringen, aber wir können es nicht Dynamaxen. Also ich glaube, wir leaden wieder Galagladi in Didi, nehmen dann Ho-Oh mit. Drampa ist richtig gut. Demeteros wäre auch richtig gut. Nee, eigentlich nicht. Ah? Ja, doch, Demeteros wäre eigentlich ziemlich gut. Ich überlege, ob ich dem Boy Superpower gebe. Für diese lästigen Unlicht- und Normal-Pokémon, man kennt sie. Okay, wir können direkt auf Drain Punch gehen. Und auf Expanding Force.
Expand, expand, expand. Clear forwards, make land, fresh blood, on him. So, Trikaromaru ist draußen. Also gehe ich einfach mal auf White Guard und nochmal auf Expanding Force. Ich glaube, ich gebe dem doch lieber Close Combat. Ich mag das mehr. Vor allem, weil wir ein Focus Guard Set haben. Er geht Last Tree. What the fuck? Ah, deshalb. Okay, I see. Aber ich habe gar keinen, sehe gar keinen Grund, hier einfach mein, nee, wobei, ich sehe eigentlich gar keinen Grund, nicht darauf zu gehen. So, was will er machen? Auf Schwertanz gehen? Nee, eben nicht. Siehst du mal. Ich muss ja früher oder später sowieso das Ndidi besiegen, also lieber jetzt als nie, war. Guck mal, macht doch richtig, schaltet doch richtig rein, Freunde. Jetzt gehen wir einfach mal hoch, und jetzt geht nur so, oh. Weil was will er jetzt machen? Auf LS-Switch gehen? Ja, viel Spaß, Freundchen. Ist halt kein Psycho-Pokémon, ne? Helping Hand. Und Icicle Crash. Oh, das nimmt mich hier hops. Das ist ja wild. Er ist jetzt auf plus 2 Angriff. Oh, oh. Und er lebt noch. Nicht gut. Aber wir haben zum Glück die absolute Strat. Und zwar Protect, Protect, Freundchens. Wir sind down. 2 Pokémon. Aber wenn wir die nächsten 2 Pokémon killen, dann hat der Gegner noch Groudon und wahrscheinlich Bisasflor. Oder Akani. Und gegen Groudon komme ich eigentlich ganz gut an, außer als Steinhagel. Das wäre sehr ärgerlich. Er hat holt Groudon rein. Protect. Protect. Jetzt gehe ich auf jeden Fall auf Earthquake. Und ich muss eigentlich mit dem Secret Fire des Groudon angreifen. Ich denke mal, Erdbeben killt das Last Tree. Ja. Mal gucken, geht er auf den Steinhagel? Oh, ich bin schneller, okay. Verbrennung, keine Verbrennung. Heat Crash. Nimmt mich hops. Okay, Freunde, was ist das letzte Pokémon vom Gegner? Ah ja, er hat ja immer noch ein Didi. Oh, das ist nicht gut. Ja, nee, das ist nicht gut. Habe ich voll vergessen, dass er das ja rausgewechselt hat. Er hat Mogelhieb, Bro. Und er hat Delegator. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, er hat nicht Steinhagel, Freunde. Ich glaube, der Boy hat nicht Steinhagel. Ja, let's go. Der letzte Pokémon haben wir ja schon gesehen, Porygon. Das heißt, ich kann es einfach killen, denke ich. Und Groudon kann mich ja killen. Wir haben schon gesehen, dass ich schneller bin. Recover. GG, Baby. Kann er nicht mehr gewinnen? Kannst du bitte aufgeben? Versuche hier ein Video zu machen. Ach, jetzt gibt er auf. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, so ungefähr einen Kampf machen wir noch. Ich überlege mir, ob ich später nochmal ein neues Demeteros-Set mache. Habt ihr Vorschläge dafür, schreibt es mir in die Kommentare. Er hat auf jeden Fall Schwächenschutz Giratina. Und ich weiß nicht, wie zum Fuck ich das besiegen soll. Warte mal überlegen, ich weiß nicht, wie ich das Giratina besiegen soll. Ich glaube, ich muss einfach mit Ho-Oh verbrennen. Und Rillaboom ist auf jeden Fall richtig gut und Drampa auch. Macht ihr die Iron Man Challenge, frage ich mich gerade. Ich glaube halt, ich werde jetzt von Giratina hops genommen, so. Weil sein Team ist einfach mega sick. Er geht auf jeden Fall diesen Zug auf Brutal Swing, ne? Das heißt, das wäre die perfekte Möglichkeit, um das Giratina zu verbrennen. Aber ich habe Mogelhieb, Freunde. Oh, let's go. Habe ich voll vergessen, dass ich Mogelhieb habe, Freunde.
will auf jeden Fall das Geld wieder verbrennen, so. Dann ist es nicht mehr ein ganz so großes Problem. Ich habe auf jeden Fall sehr große Angst davor. Oh, er ist ein ekliges Dollset. Er ist ein Stall-Team. Mal sehen, ob wir den Stall-Spieler besiegen können, indem wir niemals unser Ho-Oh rauswechseln. Er hat Rocktomb. Okay, es killt uns aber nicht, Freunde, das ist das Wichtige. Und unser. Ich hab voll vergessen. Wir haben ja Schwächenschutz. Let's go. Bruder, ich hab das voll vergessen. Bruder, Schwächenschutz, Ho-Oh. Ich dachte immer, wir haben Safety Goggles, das habe ich so vergessen, ne? Oh mein Gott. Jetzt kann er uns halt nicht killen, einfach, der Boy. Weil ich gehe einfach auf Follow Me Recover und er kann mich einfach nicht killen. Easy. Ach, oh mein Gott. Könnte es sein, Freunde, dass wir mit Schwächenschutz Ho-Oh jetzt komplett durchschallern, Freunde? Brave Bird, follow me. Follow me, my friend. Er geht auf den Double Protect, mal gucken. Oh, er hat Haze. Ah, oh, sad. Big sad, Freunde. Schreibt mal einen F in die Kommentare einfach. Ich würde gerne mein Dings rauswechseln. Ich kann einfach Draper reinholen. Und dann kann ich später wieder das Psychofeld rausholen. Er geht Corviknight. Und er geht auf Pain Split. Aber ich bin auf Recover gegangen. Nee, oh mein Gott, ich bin so gut. Ich bin so gut in dem Spiel, Freunde. Ich sehe keinen Grund, das zu doublen, selbst wenn er auf Schutzschild geht oder rauswechselt. Ich will ja das Giratina verbrennen, so, das ist ja der Punkt. Let's go! GG! Let's go, Freunde! Also, ich würde sagen, das war ein sehr würdiges Ende. Ich bin sehr gehypt, denn morgen ist Subscriber Week, Freunde. Das heißt, da werde ich all eure Abonnententeams benutzen. Habt ihr noch Teams, schickt sie mir. Ihr könnt sie mir jederzeit zukommen lassen, auch wenn Subscriber Week zu Ende ist. Das heißt, vielleicht werde ich trotzdem noch Videos hochladen mit meinen Teams, die ich selber gemacht habe, weil ich die alle noch in-game bauen und benutzen will. Ich würde sagen, dieses Ho-Oh-Team ist sehr gut. Ich glaube, wir haben nicht einen Kampf verloren mit dem Team bis jetzt. Oder vielleicht am Anfang haben wir welche Fehler verloren. Bevor wir die mit Heroes reingehauen haben, weiß ich nicht. Den Spread kann man auf jeden Fall nochmal ändern, Freunde. Werde ich auch wahrscheinlich machen. Ja, auf jeden Fall. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr neu seid oder mehr davon sehen wollt oder wenn ihr die Abonnentenweg sehen wollt. Ja, und falls ihr nicht Pokémon guckt, dann guckt ihr das Video nicht. Aber ich werde bald auch sehr viele neue Sachen ausprobieren. Ich habe zum Beispiel richtig Bock auf Kochvideos. Ich werde mal bald vegane Kochvideos machen. Und ich werde machen ziemlich coole Sachen. Zum Beispiel eine Schaufel restaurieren und solche Sachen. Also abonniert auch, wenn ihr das sehen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao.